Oha! Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Für mich ein sehr spannendes Video, denn ich habe heute ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar die Jawline. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich erkläre es einfach mal kurz. Die Jawline ist einfach diese Linie, die praktisch den Kiefer entlang geht. Die ist bei manchen Menschen richtig krass ausgeprägt, bei anderen nicht. Ich würde mich so im Normalfeld sehen. Ich teste heute, wie ich das Maximum aus meiner Jawline rausholen kann. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eine schön definierte Jawline findet. Ich finde sowas zum Beispiel sehr attraktiv und also egal, ob jetzt bei Jungen oder bei Mädchen, ich finde es einfach echt schön. Und ich versuche halt selber jetzt auch meine Jawline so ein bisschen aufzupushen, dass sie schöner und ausgeprägter ist. Vor allem, wenn man sich als Mädchen dann einen Zopf macht und man dann halt das Seitenprofil sieht, dann finde ich es wirklich wunderschön, wenn man halt schöne Kieferknochen, sage ich mal, außenrum hat. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, weil ihr wisst, ich hatte schon zwei Kieferoperationen und habe da ja auch viel drüber berichtet. Also falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, die sind alle auf meinem Kanal auffindbar, also klickt euch einfach mal durch. Und ich wollte ja früher auch in die ästhetische Chirurgie gehen, deshalb finde ich es jetzt umso spannender, diesen Test mit euch durchzuführen. Und um das Experiment starten zu können, braucht man nicht viel, nur diese Jawliner. Ich habe sie zugeschickt bekommen und werde es jetzt einfach mal testen. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr ein Ergebnis bei mir feststellt. Ich werde es 30 Tage lang testen und jeden Tag den Jawliner anwenden. Das ist so wie ein Kaugummi, was ihr einfach auf die hinteren beiden Backenzähne, jeweils auf die rechte und linke Seite tut und dann erst langsam kaut und dann schneller kaut. Das wiederholt ihr jeden zweiten Tag für circa 5 Minuten, vielleicht auch 10, also 5 bis 10 Minuten sagt man so. Und man kaut halt erst langsam, dann schnell und man steigert sich immer. Ich zeige euch das gleich auch. Nach 15 Tagen werde ich euch ein Update geben, wie es bei mir ausschaut, und nach 30 Tagen werden wir dann das Gesamtergebnis feststellen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dann das Ergebnis findet. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich werde jetzt einfach mal auspacken. Für euch ist wichtig zu wissen, es gibt einmal die Medium-Variante und dann noch die harte Variante. Also das hier ist Medium und in dem anderen Päckchen ist die harte Variante. Ich starte mit Medium, damit sich meine Kiefermuskulatur auch erstmal anpassen kann, daran gewöhnen kann, weil ich ja praktisch mit ihr so ein Workout mache. Und wenn ich im Fitnessstudio auch mit richtig harten Gewichten anfange, dann verletzt man sich ja nur. Deshalb fange ich mit Medium an und werde dann zur Variante Hard übergehen. Und dann habe ich halt den Unterschied, weil dann soll es nochmal krasser sein. Aber wie gesagt, man fängt klein an. Ich habe jetzt die Jawliner in meiner Hand und habe sie gerade eben auch noch gewaschen, weil in der Anleitung stand, man soll sie vorher waschen. Habe mir einen Spiegel genommen, damit ich mich gleich hier selber angucken kann und überprüfen kann, ob ich denn alles richtig mache. Ich werde sie hinten auf meine Backenzähne drauflegen und dann anfangen, langsam und kontrolliert zu kauen. Es fühlt sich einfach jetzt schon anders an. Kennt ihr das, wenn ihr im Fitnessstudio seid und man spürt so, dass man was trainiert hat, also dass man irgendwie Po oder Beine trainiert hat? Und ich spüre es einfach, dass ich meinen Kiefer trainiert habe. Also es ist komisch, das zu sagen, weil man es einfach nicht gewohnt ist, aber das fühlt sich echt cool an. Man soll das jetzt 5 bis 10 Mal wiederholen und halt jeden zweiten Tag dieses Set machen. Also ich sag mal, du machst die Dinger rein, dann machst du es langsam, dann machst du es schneller und das machst du 5 bis 10 Mal an einem Tag. Und diese Wiederholungen wiederholst du jeden zweiten Tag, sodass du praktisch nur jeden zweiten Tag trainieren musst. Ich habe mir jetzt überlegt, das Ganze gleich noch 7 Mal zu wiederholen und dann bin ich mal gespannt, wie mein Kiefer sich dann anfühlen wird. So, ich habe das Ganze jetzt noch 7 weitere Male gemacht und merke, wie gesagt, schon jetzt einen kleinen Unterschied, dass ich was getan habe, denn man merkt halt einfach hier, dass man was getan hat. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Es ist einfach genau wie als wenn man im Fitnessstudio gewesen wäre und da einen bestimmten Muskel trainiert hat. Das heißt, übermorgen werde ich das Ganze wieder machen und dann in 4 Tagen wieder und in 6 Tagen wieder. Ich bin sowas von aufgeregt, wie ihr das Ergebnis am Ende finden werdet. So, für euch ist eine Sekunde vergangen, für mich sind 2 Wochen vergangen und ich wollte euch ein kurzes Zwischenfazit geben. Und zwar sieht so meine linke Seite jetzt mittlerweile aus. Also,
Man merkt hier so ein Stück, dass der Kiefer bzw. der Kaumuskel ein Stück weit mehr rausguckt, was mich extrem freut. Und auf der Seite sieht es so aus. Da bin ich auch eigentlich ganz zufrieden mit. Ich habe es generell so, dass diese Seite also vom Kiefer her stärker ausgeprägt ist als die, auch nach meiner Bimax-OP. Aber ich bin generell jetzt mal mega gespannt, wie das jetzt noch die letzten 2 Wochen wird. Es sind by the way einfach 34 Grad und es ist viel zu warm eigentlich zum Drehen, aber ich hoffe, dafür gibt es einen Daumen nach oben. Ich habe die Jawliner benutzt und das ist das Endergebnis. Ich werde es euch gleich noch genauer zeigen. Ich habe wieder ein schwarzes T-Shirt angezogen, einfach damit wir den perfekten Vergleich haben vom Start bis jetzt zum Ende. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe auf der rechten Seite schon, also hat es sich ein bisschen aufgebaut und auf der linken... Es ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, was mit meiner linken Seite ist, aber die ist irgendwie stärker ausgeprägt als die rechte, wie ich schon mal gesagt hatte. Und so sieht jetzt mein Endergebnis aus. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Ich werde es weiter benutzen und euch dann immer in meinen Insta-Stories mitnehmen. Dort könnt ihr weiter verfolgen, ob es noch krasser wird. Folgt mir gerne auf Instagram und auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen. Die blende ich euch hier gerne unten ein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied feststellen konntet. Und abonniert meinen Kanal hier auf YouTube, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auch gerne die Glocke, dann werdet ihr immer sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf die kommende Zeit mit euch. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.